I don't know if you've been there yet. Okay, now in case we haven't been there, in case we haven't been there already, you see now that his expression is a bit different from what it used to be. Teufelskommandant, wenn so rumfuchtelt, verliert viel von seiner Aura. Yeah, and we are also hearing, Teufelskommandant, wenn so. already heard that dialogue. Okay, let's try to use that on that. Nope. Okay, then maybe. Let's go back to the Butzuk Sultan, actually. Maybe he needs to have this item. Let's see. Just walk very casually over there, Woodruff. Can we talk to him? Erlauben Sie mir, Majestät, Sie darum zu bitten, vom Schnibbel zu erzählen. Alles fing mit einem feierlichen Vortrag von Professor Now we Azimuth already an. heard that dialogue. Okay, I think I will make a shortcut here, and when we're back, I will have figured out, hopefully, what we have to do. So, hold on a moment. And we're back, folks. I didn't exactly figure out what to do, but I peeked at a walkthrough of Woodruff and the Schnabel of Azimuth, and we're back here, so I now know what you have to do in order to convince Mrs. Fallon Gunns that you are trustworthy, and this solution doesn't make any sense whatsoever. In order to make her trust her, you have to entertain her. Well, I guess if you just try any inventory item on her that you have, you will eventually figure this out, but this makes no sense at all. Seine. She seems to like it, apparently. But will that make her trust us? That's the question. Yeah, I think this will go on for a while. Okay, a lesson to be learned here. If you want to make a woman trust you, maybe you should just make her like you. Okay, there's a pet. Let's talk to her, though, first. Also, glücklich? Ach, lieber Woodruff, verzeihen Sie mir, dass ich Sie eben zurückgewiesen habe, aber ich stand noch unter dem Einfluss dieser seltsamen Verzauberung. Okay, she apologized to us that she refused to talk to us, but she was still under the influence of this drug. Okay. Wow, that was brutal. Let's talk to her again. Miss Voll und Ganz, helfen Sie mir zum Obersack zu gelangen. Ich glaube, dass für das verantwortlich ist, was Ihnen zugestoßen ist. Und ich habe persönliche Gründe, auf ihn sauer zu sein.
Er hält meinen Adoptivvater gefangen und er hat gnadenlos meinen besten Freund umgebracht. Meine Teddybären. Oh. Armer Woodruff, das ist tatsächlich sehr traurig. Ich kann Ihnen helfen, denn mein Fenster liegt dem Turm gegenüber, wo sich der Obersack seit kurzem mit dem Präsidenten eingeschlossen hat. Hm, interesting. Es gibt sonst keinen anderen Zugang mehr. She said that her window is next to the tower where the Obersack and the President have locked themselves in. That's the only way to get there, actually. Hmm. Might this let's play end very soon? Perhaps. Sie waren ihm sehr nah. Erzählen Sie mir mehr über dieses traurige Individuum. Ich war seine Freundin, bevor er irre wurde. Er war ein charmanter Mann. Eines Tages brachte er ein zylindrisches, hermetisch verschlossenes Gefäß mit. Er sagte, es handle sich um eine höchst seltene Buzuk-Reliquie und er wollte sie um jeden Preis öffnen. Dies jedoch nicht vor neugierigen Nasen. Okay, apparently that the Obersack went mad after opening the Sprotznock. It was a nice guy before then. Yes, I know, Woodruff. Und was ist dann passiert? Danach hatte er ein böses Funkeln in den Augen, das mir Angst machte. Ab dann schlossen sich er und der Präsident in den Turm ein und begannen, die Probleme zu schaffen, die nach und nach unsere Stadt zermürben. Etwa zu diesem Zeitpunkt fing das Biest an, Opfer zu fordern. Als ich Ihnen das letzte Mal am Telefon von diesen Problemen erzählt habe, hat mich das Biest angefallen. Ich weiß nicht, warum es mein Leben verschont hat. And apparently that evil creature which we saw earlier, which attacked Mrs. Fallon Guns, and which sort of resembled a Butzuk warrior, faintly, vaguely, started preying on people after that incident with that Sprotznock. Und wie hat der Obersack auf den Schnibbel reagiert? Nun, um jene besser steuern zu können, die unter seinem Einfluss standen, schuf er eine Sekte. Die Anhänger des Schnibbel. Wissen Sie, er gilt als Meister der Kunst der Gehirnwäsche. And he created the Schnibbel sect in order to control people. Und wie hat der Obersack auf den Schnibbel reagiert? Nun, um jene besser steuern zu können, die... Okay, we already heard the dialogue and my timer also... already ran off, so I will end this video, and when we come back, folks, we are getting pretty close to the end of this let's play. So until next time, folks, until then.